Nee, Mann. Der war super. Dass entweder von Musik-CD auf CD zu kommen. Doch immer noch verblüffen. Ne? Ja. Weil es gibt ja auch zum Beispiel CDs, um das andere jetzt zu präsentieren, ja. Die wirklich auf dem Markt der Renner sind. Die gerade irgendwie ziemlich gefragt sind, ja. Ausverkauft, kann man sagen. Richtig ausverkauft, weil es auch nur ein Exemplar gibt. Ja. Hab schon überlegt. Kann man sich auch nicht brennen. Das nee, leider nicht. Also wenn ich die hätte, muss man ein paar Leute in der Schweiz fragen, ob die den kennen. Ne? Er kennt keiner. Nee. Wobei ich ja vermute, ich würde auch das jetzt mal in den Raum stellen. Ja. Mit der gleichen Dreistigkeit, wie ich behaupte, dass die Karnevalswoche heute angefangen hat. Ja. Also die gleiche Dreistigkeit, nämlich überhaupt zu erwähnen, dass es eine Karnevalswoche gibt. Mit der gleichen Dreistigkeit werde ich jetzt mit Fug und Recht in meiner Funktion eines Moderators, und du wirst mir mit Fug und Recht in deiner Funktion eines Co-Moderators bestätigen, dass es diese CD vielleicht überhaupt nicht gibt. Ah, genau. Ja. 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 Mhm. Viel Geschrei um nichts. Richtig. Groß anfangen und hinterher kommt gar nichts dabei raus. Nee, genau. Alle reden drüber. Die Pointe Talkshows zuerst gibt's. Und dann? Ja. Alles wird sozusagen zerpflückt, über den Rechtsstaat diskutiert und wahrscheinlich gibt's sie gar nicht. Ja. Mhm. Praktisch ist es. Man wird fragen, warum? Warum wird das in die Luft gesetzt, in die Welt gesetzt, dass es so eine CD gibt? Die ersten stellen sich ja schon. Ja. 4,5 Millionen, einfach mal so. Ja. Da schon, der hat, also das wäre quasi, irgendwo stand das 4,5 Millionen, ne, Steuern. Also wahrscheinlich nicht in der griechischen Zeitung hier. Das war nicht, das war eine von denen dort. Das wäre, glaube ich, exakt der Preis, den diese CD kosten würde. Damit hätte sich die eigentlich schon, wenn es die geben würde, hätte sich schon rentiert. Aber auch wenn es die gar nicht gibt, sind das 4,5 Millionen plus. Ja. Ja. Einfach mal so. Damit ist schon super Taktik. Die Straßenreinigung nächsten Montag dann bezahlt in Köln, Düsseldorf und Mainz. Mhm. Überall zum da, wo Kamelle liegt. Ja, und da kann man dann einfach Karneval auch in die nächsten Jahre retten. Mhm. Das ist schon, und wenn es die CD gibt, oh mein Gott, ich sag nur Zweitverwertung, ne? Ja. Kennst du auch diese CDs von Thomas Gedeuh, die jetzt irgendwie bei, darf man jetzt auch nicht sagen, in der Ramschkiste. Oh, der hat gerade noch gepackt. In der Ramschkiste da rumliegen. Ja, ja. Zweitverwertung. Zweitverwertung. Ja, man kann ja auch prima dann was anfangen. Mhm. Also wenn diese CD zum Beispiel dann erhältlich ist für jedermann, wird erstmal aussortiert, ne? Als diese Telefonbuch ähnlich im gleichen Verlag erschienen für 24,95. Jeder kann sich die auch mal gucken, ne? Jeder hat doch irgendwo noch ein paar Nachbarn, die einem Geld schulden. Ah, natürlich, klar. Ne? Kenne ich auch noch. Da käme noch, wenn die mir alles das geben würde, käme einiges zusammen. Und wer weiß, vielleicht haben die natürlich irgendwo die ein oder anderen Euro beiseite geschafft und erzählen, ne, haben nichts. Nee. Und da kann man einfach mal reingucken, Namen eintippen mit Rückwärtssuche und alles, was normale CD-ROMs da auch hergeben. Ja. Einfach mal den Namen rausfinden und dann sagen, hey, du hast da noch was. Genau. Ja. Ultimatum. Wer der Verkaufsschlager? Eine Woche lang, ja. Wer überhaupt der Verkaufsschlager? Wenn es diese CD natürlich gibt. Wenn es die CD geben würde, gibt es aber nicht. Ja. Hm.